Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dickob. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. So, wir haben heute drei Bände im Angebot, alle drei aus dem Hause DC. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Und zwar den. Der Punchline. Okay. War Reinschlag, Ring Punch. Ach, ist auch egal. Ja. Da muss man immer drauf kommen. Was heißt ein Punchline auf Deutsch? Keine Ahnung. Schlaglinie? Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Er hat gerade schon gut gesagt, wir haben hier Punchline, der Prozess. Könnte auch ein Tatort-Titel sein, ist er aber nicht. Nein, er ist ein Titel aus dem DC-Universum, ins Deutsche übersetzt, bei Panini. Also schaut gerne mal bei Panini vorbei. Gibt auch Panini-Coins, könnt ihr jetzt mittlerweile diese Punkte sammeln. Hab ich auch gesehen. Genau. Ich meine 30 oder 40 Stück. Müsst ihr einfach mal reinschauen. So, inhaltlich geht es hier vor allem darum, dass der Prozess gegen Alexis alias Punchline läuft. Und, sagen wir so, bis zu einem gewissen Grad denkt man, oh ja, könnte knapp werden, ne? Die ganze Geschichte. Doch dann zufällig verschwinden immer mehr Zeugen und am Ende stellt sich heraus, dass die dann tatsächlich auch ermordet wurden. Gut, wenn keine Zeugen da sind, kannst du auch keinen Prozess machen. Und das Problem wird halt, es werden tatsächlich immer weniger und am Ende bleibt nur noch eine mögliche Zeugin übrig, und zwar eine ehemalige Mitschülerin von ihr, die dann gesucht wird. Das ist Kelly Ness. Kelly Ness hat aber das Problem, die sitzt im Knast und steht somit sehr stark auf der Abschussliste. Und das Problem ist, in diesem Knast hat sie überhaupt nicht das Sagen und irgendwie werden alle dann auf einmal auf sie losgeschickt und es sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und Bluebird versucht dann in diesem Knast die Kelly ausfindig zu machen, merkt aber relativ schnell, das wird gar nicht mal so leicht, versucht dann über einen Luftschacht von dem Knast da irgendwie was zu machen. Also es ist sehr, sehr spannend, auch der Prozess ist sehr, sehr spannend mit anzuschauen. Schaut gerne mal rein, vielleicht um auch mal ein bisschen mehr die Punchline kennenzulernen. Das Ganze geschrieben wurde von James Tynor, Alex Peck Radel und ja, vielen weiteren Künstlern. Hinzu kommt auch ein geiles Artwork, auch von Sweeney. Der Name ist genial. Da klingt ein bisschen wie Winnie Pooh. Sweeney Pooh. Ja, ah, super. Ja, insgesamt kommen die auf 132 Seiten für nur 16 Euro. Sehr, sehr guten Content. Also ich bin dieser Name, also es ist wirklich so, jedes Mal dieser Name. Ich frage mich manchmal, die sollten vielleicht mal so Künstlernamen einrichten. Ja, aber stell mal vor, wenn du jetzt einen Comic machen würdest und dann mal in Amerika gehst, dann wird da auch anders ausgesprochen werden, glaube ich. Für die sind die Namen, für die meisten Namen wahrscheinlich normal, aber das ist... Den kann mir keiner erzählen, das ist immer so Winnie Moo. Naja, egal. Also mal eine Anmerkung aus der Technik. Schwand wird dann sowas wie, so ähnlich ausgesprochen wie Schwarzenegger, also Schwand. Super, dass wir das... Wollte ich nur mal geklärt haben. Super, dass wir das geklärt haben. Kommen wir jetzt zum zweiten Band dieser Folge. Und dabei handelt es sich um eine Nummer 3. Man kann sie glatt tätowieren lassen. Ja, man kann es so sein lassen. So, wollen wir jetzt mal hier reinstarten in den zweiten Band, nämlich in Band 3, Harley, das Unschuldslamm. Und genauso unschuldig wie sie in diesem Band sind wir auch, wenn wir uns mit diesem Namen vertun. Wir entschuldigen uns einmal. Super. Ja, wir beginnen nämlich mit Frankie Patterson. Wer ist Frankie Patterson? Das ist ein, reicher, Superschurke kann man nicht sagen. Wie nennt man das? Man könnte ihn ein bisschen mit so einem Mafia-Boss vergleichen. Also er ist schon nicht gut und er ist in Gotham unterwegs und er wird aber immer wieder nicht verhaftet, weil er eben Geld hat und weil er sehr gute Beziehungen hat und deshalb kann ihn die Polizei meistens nicht aufführen. So, und jetzt feiert er seinen Geburtstag, wilde Party mit ordentlich Geld und so. Problem ist bloß, dass Harley Quinn auftaucht und ihn dabei ermordet. Also für ihn ist die Party gelaufen, wortwörtlich. Und ja, das Problem ist, zeitgleich, während Harley Quinn Frankie ermordet,
ist die andere Harley Quinn, von der es jetzt auf einmal die richtige Harley Quinn, eine zweite gibt, die ist auf der anderen Seite der Stadt und stiehlt da zeitgleich einen LKW mit Lebensmitteln drin, die sie dann nach ihren Freunden bringt. Und ja, da erfährt sie noch mal ganz andere Probleme, denn ihr Freund Kevin ist mit Sam zusammen und sie hat aktuell halt das Problem, dass sie sich mit Poison Ivy, also Poison Ivy hat sich von ihr getrennt und alles so ganz aufgerissen. Und da ist natürlich der Kevin, der Freund Kevin, auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Er ist so ein bisschen vorsichtig, weil er auch die Befürchtung hat, dass es ihr dadurch dann auch schlechter geht. Aber naja. Und als sie dann mit ihm in ihrer Wohnung angekommen ist und so, taucht auf einmal die Polizei auf. Weil ja eben eine andere Harley Quinn diesen Mord begangen hat. Und sie verhaften sie wegen dem Mord, obwohl sie ja gar nichts gemacht hat. Und sie landet in Blackgate, in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Und die Insassen machen sich halt über sie lustig wegen ihrer Vergangenheit mit dem Joker und mit Punchline, von der wir ja gerade gehört haben, die ja sozusagen die neue Harley Quinn geworden ist im Joker War Event. Und ja, sie hält das Ganze nicht aus. Und zu ihrem Glück kommt Catwoman ihr zu Hilfe und verhilft ihr zur Flucht. So. Und es ist halt die Frage, wie kann es für sie ausgehen? Weil sie hat tatsächlich diesen Mord nicht begangen. Sie hat ja zeitgleich zwar was anderes Doofes gemacht, aber sie hat ja sozusagen nichts falsch gemacht. In dem Sinn. So. Und wie das Ganze ausgeht und wie sie in dem Fall damit durchkommt, das erfahrt ihr in diesem Band. Und als Autor ist Stephanie Phillips und der als Zeichner Riley Rossmo. Riley Rossmo. So. 132 für 16 Euro. Mann, ey, diese Namen lassen uns echt nicht verunter. Ja. So, das war's dann mal. Ja. So. Einmal durchatmen. So. Genau. Wir haben jetzt, meine Güte, dieser Sweeney Moore hat es mir echt angetan. Ja, deshalb wiederholst du das. Ich glaube, ich schreibe ihm mal eine E-Mail, das geht nicht. So, wir haben jetzt den letzten Band der heutigen Folge und zwar, meine Güte, und zwar Sandman Albtraumland Nummer 1. Ja, komm. Ja. Denk an Willy Milovic. Wer Anton, zieh die Bremse an, hat er immer gesagt. Anton, zieh die Bremse an. Kenn ich nicht. Naja, Sandman, Albtraumland Nummer 1. Neue Serie, passend auch zur Netflix-Serie, weil Sandman gibt's ja auch. Die habe ich noch gar nicht geschaut. Was? Die Netflix-Serie. Habe ich noch gar nicht gewusst. Aber gut zu wissen. Ja, ist, ja, kann man auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Der Titel sagt es schon, wir bewegen uns ein bisschen im Albtraumland. Und wir haben hier eine Künstlerin, die heißt Madison Flynn, ist eine sehr junge Künstlerin und die ja, hat schon sehr, sehr schwierige Zeiten in ihrem, in ihrem Leben wahrscheinlich. In ihrem Leben erfahren, besonders als Kind. Und ja, die Story ist halt, ja. Junge, du kriegst es auch nicht hin. Soll ich mal probieren? Nein. Ja, warte mal. Also, wir haben Madison. Nein. Und zwar haben wir nämlich, sie sieht immer eine Person und hat lange Zeit gedacht, das wäre irgendwie in ihren Träumen und so, also alles nicht wirklich real, aber es ist wirklich ein Wesen, den Namen sage ich nicht, was Jagd auf bestimmte Menschen macht. Und, in ihrem Traum, oder? Ja, wie? Und sie dachte, also sie denkt, beziehungsweise dachte, es wäre in ihren Träumen. In Wirklichkeit ist dieses Wesen aber wirklich da. Scheiße. So. Und lächelt sie auch mal an. Wirkt eigentlich total nett. Und zwischendurch hat sie für sich auch die Erklärung gehabt, von wegen, das saugt so meine depressiven Gedanken und so auf. Aber dieses Wesen ist letzten Endes darauf aus, sie zu töten. Und es gibt noch andere, die praktisch den lächelnden Mann, so heißt er. Wo hat es seinen Namen gesagt? Achso, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Die den gesehen haben und die am Ende des Tages tot sind. Es gibt mehrere Morde und genau, wir haben hier eine sehr, sehr große Jagd und der Herr der Träume, den Korinther, versucht da auch Jagd dann auf den lächelnden Mann zu machen. Es ist eine sehr, sehr spannende Reise, weil es halt sehr, sehr fiktiv auch ist. Ich finde die Zeichnung auch sehr, sehr gut gelungen, muss man einfach mal sagen. Was anderes, ne? Ja. Ich fand das Artwork auch gut. Ja, kann man machen. Den Autor hatten wir gerade schon, James Tuneau.
So ein bisschen Französisch, glaube ich, angehaucht. Soll ich die Zeichner machen, oder? Nein, als Zeichner haben wir Lisandro Esteren und Yannick Paquette. Den kennen wir zum Beispiel schon von Swampfang. Super, komm, gib her. Ja. So, der Band hat 164 Seiten, kostet nur 19 Euro. So, ich finde den Band tatsächlich sehr interessant, weil es mal was anderes ist, anstatt Punchline und Harley Quinn, die wir jetzt häufig besprochen haben. Und wir sind wieder bei Sweeney. Und damit am Ende dieser und damit am Ende dieser Folge, nämlich wir haben die drei Bände durch, mal mehr, mal weniger. Wir entschuldigen uns, dass wir vielleicht ein bisschen alberner waren, weil, keine Ahnung, wir haben immer so unsere Probleme mit den Namen, aber das wisst ihr eigentlich schon, wenn ihr schon länger dabei seid. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und ja, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, aber auch ein Abo, schreibt uns Kommentare, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel lachen, könnt ihr uns da gerne mitteilen, wenn nicht, dann... Vielleicht lassen wir die Autoren einfach mal weg. Ja, schauen wir mal. Oder ihr könnt gerne uns auch eine E-Mail auf info@dicklock.de schreiben, unsere E-Mail-Adresse. Und ja, wenn ihr noch mehr Lust auf andere Folgen habt, dann klickt euch gerne durch. Und eigentlich sind wir damit durch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, was ihr heute noch so vorhabt. Und bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Ciao.